Einen schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal direkt durch. So, ich habe einmal kurz auf die Karte geguckt. Ich will einmal mir kurzes Blauglanz hier holen. Und dann dachte ich mir, machen wir uns nochmal auf den Weg zu diesem Blauglanz. Und können dann eigentlich gleich mal hier so diese Seite abarbeiten. Und wir gucken uns am besten als erstes mal die Überlebende an. Finde die vermissten Jägerinnen und dann ziehen wir uns dann nochmal die Mörderklaue. Ja, Mörderklaue, das klingt mir so nach diesen Scorchern oder wie die heißen. Also das wird sicherlich nicht spaßig. Dabei kann ich gleich mal gucken, ob ich noch genug Munition dabei habe. Gut, den einen oder anderen Fall muss ich nochmal nachcraften. Ich glaube, das hält sich in Grenzen. Aber holen wir uns erstmal Blauplatz. Kann ich eigentlich auch gleich mal hier oben markieren. So, Quest aktivieren. So. Wir haben uns auch die richtige Richtung angezeigt gleich. Aber wir holen uns eh erstmal Blauglanz. Von da ist es wurscht. Blauglanz ist zwar als solches kein Sammelgegenstand. Natürlich. Gras oder sowas? Hohes Gras? Da haben wir hohes Gras. Nee, haben wir nicht. Nee, nirgendwo hohes Gras, das ist aber ganz schön gemein. Also schon glatt daran vorbeigelatscht, glaube ich. Ich kriege das auch nicht gescannt. Warte mal da. Da. Ja, wir müssen mal sehen. Eigentlich brauchen wir auch gar nicht mehr so viel Blauglanz. Ob wir mal überhaupt noch welches brauchen, weil wir haben eigentlich alle Waffen, die wir wollten. Klamotten, ja, da bin ich ja so ein bisschen... Weil ich würde schon ganz gerne Schildweberin-Outfit behalten, auch wenn ihr schon mal geschrieben hattet, dass ich Aloy hier in dem Outfit einen abfriert. Ja, ich weiß es, aber... Aber solange das nicht kampfrelevant ist, sehe ich da mal großzügig drüber hinweg, weil... naja, ich sag mal, dieses Schildweberin-Outfit, da habe ich, glaube ich, momentan mehr von, als von einem warmen Outfit. Vielleicht ist das wärmere Outfit... Tatsächlich mag das wärmere Outfit, ja, sag mal, für das Gebiet hier vielleicht sinnvoller sein. Nicht nur, weil es wärmer ist, sondern weil es vielleicht auch von der Verteidigung hier besser auf dieses Areal hier abgestimmt ist. Aber letztendlich, das Schildweberin-Outfit hat uns, glaube ich, bisher auch in diesem Areal, glaube ich, eher mal den Hintern gerettet. Den Hintern gerettet als jede andere Rüstung. Von daher behalte ich diese Rüstung erstmal. Weil hattet ihr ja gesehen, als ich dieses Häuptlings-Outfit hatte, also da war ja, naja, das war ja eher mau. Schön leise jetzt. Was, schön leise jetzt? Wieso, was habe ich gemacht? Ist hier irgendwas in der Nähe oder was? Schön leise jetzt, okay. Gut, ich verfolge mal den Hauptweg, weil da kommen wir schon am Blauglanz direkt dran vorbei. Ach so, wegen dem. Boah. Das mag uns doch nochmal nicht jucken. So, 146. Tor verlassen. So, wir können dem Weg eigentlich ganz entspannt folgen. Ganz entspannt. Dann kommen wir direkt am Blauglanz dran vorbei. Und hier fängt es schon wieder zu schneien an wie Sau. Frau Holle ist wieder voll in... Oh nein. Frau Holle ist wieder voll in Gange hier. Kommen wir hier irgendwie rüber? Scheiße. Hier ist so ein kleines Büschlein. So, einmal kurz scannen. Wo haben wir denn da? Ach, wo haben wir denn? Wir stehen direkt daneben.
Wie immer. Dann will ich diesen Glasglanz mal vorsichtig abbrechen. Ja, das ist eine gute Idee, Aloy. Mach das mal. Hast du uns schon gesehen, oder? Hast du? Na gut. Ja, genau. Dann kommen wir gleich runter, Miss Vieh. Oh. Oh. Ach, Mist. Oh, hat doch noch gereicht. Nein! So viel zu euch beiden Hübschen hier. Gut. Nein. So, dann gucken wir mal weiter. So, den Fall können wir wegmachen. Dann, folgen wir ganz normal dem Weg, würde ich sagen. Einfach mal ganz entspannt. Da haben wir nämlich auch noch gleich ein Lagerfeuer. Vorsicht da unten. Wo geht's eigentlich da runter? Achso, hier haben wir natürlich auch nochmal eine ganze Formation. Vor allem Pigment haben wir noch hier. Okay. Das werden wir alles noch einsammeln. Keine Sorge. Aber erstmal suchen wir uns die Jägerin. Mal gucken, wo die sich versteckt haben. Wie wir denen helfen können. Die werden wahrscheinlich wieder in irgendeinem Kampf feststecken. Das kann ich mir so gut vorstellen. Meine, wir sind hier bei Horizon. Also, wenn es da nicht einen Kampf gibt, dann weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich auch wieder ein Scorcher. Oh Mann. Ich mag diese Viecher nicht, diese Scorcher. Na, da hinten sind schon ein paar. Wie heißen die noch? Mit den Hörnern. Ich vergesse es hier erstmal. Brauchen wir das Seil? Ach, sind wir schon da? Naja, in dem Areal sind wir okay. Ach, drin, guck mal. Da. Na, dann wollen wir noch mal loslegen. Geronimo! Und weiter geht's. Upsi. Noch wer? Mist. Das war ein netter Schuss. Oh, okay. Oh. Sünde. Eine Fremde, ha? Tja, wer sonst würde mich auf meinem Weg begleiten? Welcher Weg wäre das? Fort von Tradition. Und weit fort vom Berak. Ist nicht... Oh oh. Ach komm. Tja, verdammt. Und wer kommt jetzt? Wir wollen das Metall. Sind das nur die Plünderer, oder? Ich brauche es mehr. Ja gut, denn... Sagbanuk wollen keine Hilfe. Ist das wahr? Sie nicht. Ich schon. Na gut. Noch komm, diese paar Pirscher. Nee, Pirscher sei schon, die paar Plünderer. Nein! Achso. Na los? Was? Oh ne, jetzt kommen noch die Flieger dazu. Oh nein. Ah!
Tschüssi. So, wen haben wir noch? Uiuiui, hallo. Das haben wir auch. Was? Außer Sprengerpfeile. So, gegen die knirche ich eigentlich mal ein ganz gutes Mittel. Na komm. So, komm mal runter. Brav. Komm mal hoch. War's das? Das war ja entspannt. Eine Fremde. Häuptling eines Veraks? Im Schnitt geht es schon merkwürdig zu. Was du nicht sagst. So heißt du mal. Kämpfst gut. Ich bin Ikri. Danke. Ich bin Aloy. Den Weißzehen sollen zwei Jägerinnen fehlen. Du kannst doch wohl gehen, wenn du wolltest, also... Ich bin wegen ihr geblieben. Mylen. Sie hat sich beim Abstieg das Bein gebrochen. Oh nein. Ich habe gewartet und aufgepasst. Doch sie muss zum Verak zurück, bevor sie gehen. Das kriegen wir hin. Warum willst du unbedingt den Weißzähnen beitreten? Sie sind einer der großen Veraks von Vanua. Sind nicht viele große übrig. Ich würde Mylen folgen. Ich war ihr Schatten im Schnee. Und sie war meine. Botin der Weißzähne zu sein, war alles für sie. Kennst du diese Mylen gut? Schon seit wir wunde Knie hatten. Mein Leben lang. Es war ein Test, bei dem wir auf uns allein gestellt sind. Das war meine Schwäche. Scheint, als hätte sie Glück mit deiner Schwäche. So sieht sie das aber nicht. Mylen will deine Hilfe nicht, oder? Wegen der Regeln dieses Tests. Du bist wirklich schnell. Nein, nur gewöhnt, Verbote zu hören. Sie lässt es nicht zu. Entweder die Heilpflanzen von mir, noch das Essen, was sie selbst zusammenkratzen kann. Ich konnte mich nähern, wenn sie wegdämmerte. Aber sie hat gelernt, das zu verhindern. Okay. Was soll diese Probe denn beweisen? Dass wir die Stärke der Vorfahren haben. Dass wir überleben können wie sie. Auf der Suche nach einer Heimat waren einige im Schneesturm beim Gletscher gefangen. 4 Tage, 4 Nächte. Als der Sturm vorbei war, sahen die Überlebenden einen Langhals. Er brachte sie nach Banur. Tja, das wurde mir jedenfalls so erzählt. Okay, bringen wir sie zurück zum Verak. Genau. Okay. Ich habe eine Schiene für ihr Bein. Medizin für den Schmerz, aber sie wird das nicht freiwillig nehmen. Ah. Gesetz des Überlebens. Stammesgesetz sollte uns nicht von denen trennen, die uns wichtig sind. Auch wenn ihr das Gesetz wichtiger ist. Okay. Aber ich werde erstmal ein bisschen sammeln. Wir können gleich losziehen. Ich muss erstmal ein bisschen sammeln. Jo, da haben wir noch ein bisschen was Grünes. Ich meine, das werden keine dollen Sachen sein, aber wir brauchen eh mal ein bisschen Material. Wir brauchen hauptsächlich auch immer Lue. Aloy, bist du dabei? Ja, Moment. Mami kommt gleich. Warte. Aloy? Ja. Bist du dabei? Ja. Mach doch nicht so einen Stress. Ey, ja, helfe ich dir. Ja. Bist du dabei? Ja. Aloy. Na? Dich? So, ich glaube... Ich habe das Gefühl, dass meine Augen zufrieren, wenn ich blinzle. Aloy, dabei? Ja. Lass mich doch mal sammeln. Ich habe dir doch gerade gesagt, ich muss noch ein bisschen sammeln. Aloy? Ja. Bist du dabei? Ja. Ey, warum ist da deine Scheiße alleine hier? Ja. Dabei? Ja. Ey, was ist denn Mist alleine hier?
Noch was Heilendes? Oh ja. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Oh ja. So, weiter geht's. Komm. Und jetzt auch noch vordrängeln, weißt du? Na komm, lass mich nach oben. Was haben wir hier Schönes? Hm, ein bisschen Krams. Aber Eckohülsen kriegen wir auch nicht so wirklich gut raus, ne? Das Material ist doch ein bisschen rar. Eckohülsen sei schon. Da müssen wir hin. Gefrorene Flucht des Eisvaters. Er behält viele Dinge, aber sie bekommt er nicht. Wir werden es verhindern. Weiter hoch? Wir haben Glück. Aufgetaute Griffe. Aufgetaut. Sieht mir nicht so wirklich aufgetaut. Also ich bin Esser. Verdammt. Oh. Da. Ach je. Wir können die Maschinen bekämpfen, bevor sie da sind. Das lässt sich machen. Traditionsbruch. Glaub es mir ruhig. Es wird jedes Mal leichter. Hm. Na gut. Also mal kurz mal ein bisschen aufladen. So, dann gehen wir es mal an. Oh nee, warte mal halt. Wir machen das mal anders. Komm mal rüber, dich können wir doch brücken. Vielleicht können wir da so ein bisschen nerven. Ja komm, einer von euch muss jetzt mal hier rüberkommen. Komm. Ja, hier, komm. Nicht angreifen. Ja, komm hier rüber. Ja, brav. Feiner. Komm hier rüber. Komm zu Mami. Komm zu Mami. Komm, ein Stückchen. Komm rüber. Ich möchte doch eigentlich brücken können, oder nicht? Oder darf ich dich nicht brücken? Das ist mir nicht erlaubt. Ja, da komm noch ein Stück ran. Geht doch. So. So, viel Spaß, mein Kleiner. Ja, wunderbar. Da könnt ihr euch erstmal so ein bisschen austoben machen. Dann kennen wir uns jetzt ja. Ups, habe ich meine eigenen gerade zerschrotet. Ja, was? Ich war weg. So, der ist Schmied. Plünderer! Sie wittern Metall über Meilen! Oh! Oh! Das ist mir schon eingefroren, Kumpel. Jo! Wo sind jetzt die Plünderer? Oh, okay, ich merke schon. Na gut, dann müssen wir das mischen. Hey. Werdet mal nicht nervig hier. So, ne. Los hier. Boah, das ist. Ihr seid auch so gemein, ey. Ja.
fertig. Ist auch fertig. Na los! Oh ja klar, der springt noch in der letzten Sekunde zur Seite. Das ist schon like, ey. Oh. Aha. So, jetzt hab ich. So. Wird nicht leicht sein, Aloy. Was? Versänger? Oh nein! Kein Versänger! Klebebombe. Bitte schön. Irgendwie die Finesten. Na, hast du... Aha, daneben. Au! Eieiei, das war nicht gut. Das war nicht gesund. Wir hier. Aua. Oh, das ist aber auch mal so ein Missfilo, echt. Ich hasse diese Versänger. Jetzt schnell nachsetzen? Genau. Ah, schnell hin. So. Meine Güte, okay. So, gleich mal wieder was zum Heilen sammeln. Ja, gut, ein bisschen Holz haben wir auch mal mit, etwas Holz. Oh, das war. So. Medizinbeutel, alles für den Medizinbeutel, genau, so sieht das. Na gut, das war gerade Feuer, aber ist egal. So, mal schon sammeln. Hier liegt nämlich noch ordentlich was rum. So. Da noch ein bisschen. Bin gleich bei euch. Ihr wisst ja, wie das läuft. Erstmal sammeln. Das ist mal wichtiger. Hey Leute, bist du dabei? Guck mal hier die ganzen Pfeile. Das waren aber nicht unsere Pfeile, oder? hoffe nicht. Haben wir hier noch was liegen lassen? Dann krepe glaube ich noch was rum. So, haben wir auch. Da ist alles gut. Ich glaube, das war's. Ne, da ist noch ein bisschen. Zwei, drei Teilchen. Da noch ein. So. Sollten wir jetzt einmal. Ja. Okay. Ja, jetzt wirft der Satz. Scheiße. Gut. So. Mit Mylin. Ist es nicht gestorben, oder? Ich spüre ihr Fieber sogar bei der Kälte. Sie hätte das Bein nicht belasten sollen. Sie ist wach. Und du bist im Moors. Diese Fremde. Du kamst mit ihr, Ikri? Du denkst, ich war in der Nora-Heimat, um einen Speer zwischen uns zu treiben? Ich sagte, die Probe ist meine. Nur meine allein. Ich werde leben. Was ist dir mehr wert, Mylin? Dein Bein oder Stolz? Denn du musst dich für eins entscheiden. Beende es. Was? Ach so. Ich weiß, was du von mir denkst. Ich habe geschworen, du wirst ein Weiß zahlen. Das musst du. Ich gehe zurück.
allein. Stell's dir aber auch an. Das kannst du wohl knicken. Nein! Lass dir doch helfen, Mann. Lasst mich in Ruhe. Bitte. Lass sie. Mylan, ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ich wollte niemals deine Hilfe. Du solltest den Verak um Vergebung bitten. Entschuldigung, dass wir geholfen haben. Der Verak war mir nicht wichtig. Sie wird verstehen. Du hast sie gerettet. Du kennst die Banuk nicht sehr gut, Aloy. Wir haben viele Wege, Groll auszudrücken. Nur einen, eine Entschuldigung anzunehmen. Ich muss meinen Weg gehen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Sie hätten sie sterben lassen. Und ich gehöre nicht. Igri. Ich finde einen Riss im Gletscher. Schreie meine Trauer hinein. Was soll ich Ihnen sagen? Den Verak. Ich stürzte. Dass sie ausharrte. Okay? Na gut. Sprich mit dem Weiß-10-Häuptling. Das werden wir tun. Hier hängt noch irgendein Viech. Ach, das war hier doch der. Ach so, nee, das war einer von den normalen Plünderern. Alles klar. Okay. So, da porten wir uns mal Gau hin. Eiskalt. Reisen! Bitteschön. Den Weg laufe ich nämlich jetzt nicht zurück. Ah, Mensch. Ja gut, die Banuk, das ist schon wirklich so ein komisches Völkchen. Die lassen dann eher ihre eigenen Leute sterben. Ja, dabei braucht jeder mal Hilfe. Es kann mir keiner erzählen, dass das jeder Banuk einfach so durchs Leben kommt. Ich glaube, dass jeder mal eine Hilfe braucht. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da jeder aus diesem Banuk-Völkchen, aus diesen Veraks, dass da jeder sich so selber durchgeschlagen hat, immer allein und immer auf eigene Faust und unbesiegt und unangetastet. Nee, das glaube ich nicht. Die unterstützen sich doch alle selber. Aber naja. Wir können nur unseren Beitrag leisten und naja, wir haben wieder dem einen oder anderen geholfen, ist doch gut. Das ist gut ja fürs Karma. Wie sämtliche Winter auf einmal. Gut, wo ist dein Häuptling? Da ist er. Guten Tag. Mylan ist zurück. So schnell? Sicherlich hast du dazu etwas zu sagen? Ja, Sitz verrissen. Hab ich. Dann zeig mir, was das Wort einer Fremden wert ist. Sie hat nach den Regeln der Probe überlebt. Sie hat mehr ausgehalten als die meisten anderen. Sie gab alles für eure Regeln auf. Nee, das wollen wir nicht machen. Sie hat nach den Regeln der Probe überlebt. Sie hat mehr ausgehalten als die meisten anderen. Ich kenne nicht alle Banuk-Traditionen, aber ich weiß, die Einhaltung eurer Gesetze ist wichtig. Gemäß den Regeln eurer Probe hat sie die 4 Tage und Nächte durchgestanden. Sich allem gestellt und überlebt. Das war's doch, was ihr wolltet. Das stimmt. Nach dem Gesetz wird Mylan unsere Farben tragen. Fremde, was ist mit der anderen Jägerin? Ich meine Ikri. Sie ist fort. Sie klang tapfer. Ihr Name wird immer in meinem Lied sein. Ich wünsche dir alles Gute. Das können wir alle brauchen. Sprich mit Aratak. So, wir haben hier die andere Mission bekommen. Steinfall gehen und diesen Banditen selbst den Gar ausmachen, wenn ihr Anführer nicht diese Feuerkanone hätte. Gut, das haben wir auch. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir ein kleines Päuschen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds wieder und wir könnten eigentlich ich würde sagen, wir spawnen da, holen uns hier nochmal schnell Pigment und Blauglanz. Und dann machen wir uns auf den Weg zu der Mörderklaue. Ja,
das klingt nach einer Menge Spaß. Nun gut, vielen Dank nochmal, dass ihr da wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.